Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mount & Blade 2 Bannerlord. Wir befinden uns noch im Krieg mit dem südlichen Imperium. Danustica ist die letzte Stadt, die sie haben, und wir stehen vor den Toren. Mit Vlandia mussten wir Frieden schließen in der letzten Folge, dafür haben wir sehr viel Einfluss opfern müssen. Aber ja, das wäre nicht gut gegangen. Die haben nämlich in unseren Ländereien so ein bisschen versucht, uns die Städte abzuluxen. Und bevor das überhaupt dazu kam, haben wir dann gesagt, okay, komm, schließen wir Frieden, kümmern wir uns erstmal um das südliche Imperium. Das westliche Imperium wird wahrscheinlich gleich auch noch Krieg herrschen. Müssen wir mal gucken. Da sind sehr viele jetzt gerade drin, also viele Trupps auch. Aber auch sehr viel Miliz. Wir warten vielleicht nochmal auf unsere zweite Armee, ob die dazu kommt. Und versuchen, einige Mauern vielleicht sogar einzureißen. Um, ja, damit der Kampf hier einfach ein bisschen eindeutiger erscheint. Müssen wir mal gucken. So, Geräte werden auf jeden Fall schnell gebaut. Geht ruckzuck hier, aber werden auch schnell wieder eingerissen von den Katapulten. Wir könnten sie aushungern lassen. Hier nochmal Truppen aufleveln gerade. Machen wir nochmal schnell. Vydor hat eine Armee ausgehoben. Vielleicht kommen die gleich auch noch dazu. Müssen auch den Zusammenhalt hier im Auge behalten. So, jetzt hungern sie. Und wir kommen der Sache etwas näher. Wir haben genug Nahrung, die leider nicht. Und darunter leider natürlich auch die Bevölkerung. Ich denke, das Kräfteverhältnis sieht schon etwas eindeutiger aus. Ich warte noch bis 800 Truppen ungefähr und dann greifen wir mal an. Ja, ich denke, jetzt können wir den Angriff anführen. Und die letzte verbliebene Stadt, die wird dann ja auch fallen. Zum Angriff. Wir gehen hier in Stellung und versuchen vielleicht mit einigen Pfeilspitzen schon mal was auszurichten. Auf uns wird natürlich auch wieder geschossen. Immer ein bisschen aufpassen, mal zurückziehen, kurz rauskommen für einen Pfeilhagel. Ja, leider treffen wir uns auch immer mal. Ist gerade nicht genau woher. Da ist auch noch einer. Jetzt zeigen sie sich wieder ein bisschen mehr.
Einen Fall haben wir noch. Der ging ins Leere, schade. Wo sind denn hier die Leitern eigentlich? Okay, uns hat's erwischt. Da kommen sie wohl nicht weiter, da müssen wir erst warten auf den Rambock. Ohne brechen sie aber auch schon durch. Und ich denke, dann nutzt sie halt keine Chance. Geschwächte Kräfte aufgrund Nahrungsmangel und Überzahl, die wir hier haben. Ja, da haben sie nichts entgegenzusetzen. Wunderbar. Ja, 8 Leute nur aus unserem Trupp hier. Das ist okay. Und wir entsenden für die restlichen nochmal Truppen jetzt. Einer gestorben. Dann nehmen wir den dazu. Ach, können wir sogar mehr. Alles klar. So, wen können wir hier noch anheuern? Noch 6 Plätze frei. Das geht ja genau auf. Okay. Gnade zeigen. Wir wollen die Stadt behalten. Okay, jetzt müssen wir entscheiden, ob wir dem westlichen Imperium den Krieg erklären wollen. Ich wäre für nein. Wir müssen auch nicht so viel Einfluss geltend machen. Die sind nämlich doch recht stark. Obwohl, die haben ordentlich eingebüßt. Aber wir wollen uns erstmal auf das südliche Imperium hier konzentrieren. Wir haben jetzt alles eingenommen von denen. Verkaufen unsere Gefangenen. Treiben etwas Handel. Okay, eine Kataphraktenrüstung hier ist auch gar nicht so schlecht. Haben, glaube ich, schon alle, ne? Nee, hier. Das sieht besser aus. Mal gucken, ob wir Sachen verkaufen können. Wir bezahlen immer noch ein bisschen Geld, aber bei weitem nicht so viel. Können wir noch gucken, was wir von den Sachen hier verkaufen. Damit wir vielleicht gar nichts bezahlen müssen. Ja doch, wir kommen nicht drum rum. Okay. Trotzdem gut. Truppen rekrutieren. Dann können wir noch ein paar dazu holen. Die 5. Zurück zur Armee. Besitzer von Danustica. Kriegt Pfaffen. Ja, den Heiratsantrag für Helga, den lehnen wir immer ab. Das kennt er ja schon. Wir können nochmal Truppen entsenden. Die restlichen. Ihr habt gut gekämpft, ihr seid frei. Wir können ein paar Truppen hier lassen. Beziehungsweise wir müssen ein paar Truppen hier lassen. So. Und das nehmen wir wieder mit. Schauen wir mal. Wie sieht's aus? 0 Städte, 2 Burgen haben sie noch. Okay, dann kümmert euch mal um die Burgen und ich kümmere mich hier um die Banditenangriffe auf Burg Flintholk. Reisen wir mal zurück in unsere Länder rein. Vielleicht nehmen wir den hier nochmal mit, den Trupp. Damit der hier keine Unruhe mehr stiftet. So, Truppen entsenden. Zack, gewonnen. Und wir lassen ihn frei. Von den Truppen wollen wir allerdings keine haben.
Obwohl, vielleicht nehmen wir die Bauern mit. Kann dann währenddessen aufsteigen, während wir reisen. Hier die 8. Okay. Ja, holt euch noch die restlichen beiden Burgen und dann haben wir den Kampf, glaube ich, gewonnen. Dürfte dann nicht mehr allzu viel passieren. Ich weiß gar nicht, warum die markiert ist, die Burg. Wer ist denn hier aufgestiegen? Erik in Baukunst. Verlies Baumeister oder Belagerungsmaschinen. Plus 10% Trefferpunkte für Fernkampf Belagerungsmaschinen. Ein vorgefertigtes Katapult für die regierte Siedlung, wenn sie unter Belagerung genommen wird. Minus 25% Chance, dass Fernkampf Belagerungsmaschinen bei Belagerungsbeschuss getroffen werden. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Nehmen wir das mal. Besitzer von Burg Juguris. Kriegt Jurik. Sechs Truppen brauchen wir noch. Wie sieht es hier aus? Das sieht alles gut aus. Wir haben nicht mal alle Karawanen am Laufen. Helga kann auch zu uns kommen. Und Tora kommt zu uns. Ja, das lassen wir mal so, damit wir einen Platz frei haben und nochmal einen zweiten eventuell. Damit nicht irgendein Trupp hier desertiert. Da wollen wir hoch. Ist noch ein weiter Weg. Noch mal gucken wollte. Westliches Imperium. Da haben wir 100% Unterstützung. Wir könnten es natürlich wagen. Die haben sich aber auch schon ein bisschen erholt wieder. Von der Stärke her. Vielleicht möchte aber das südliche Imperium ja auch nochmal Frieden schließen mit uns. Die haben jetzt nämlich gar nichts mehr gerade. Na, mal gucken, ob sie auf uns zukommen. Trotz unserer großen Tributzahlungen an Vlandia haben wir trotzdem noch Plus. Wir gehen erstmal nach Seonon und schicken die beiden wieder auf Karawane. Dann kümmern wir uns um die Räubertrupps. Ja, ein Trupp ist desertiert jetzt, das war klar. Oh mein.
Die beiden sind wieder unterwegs und wir suchen die Räubertrupps. Da sind die Bergbanditen. Da entsenden wir unsere Truppen wieder nur. Das geht schnell. Bei der Übermacht, die wir bilden hier. Da sind die nächsten. Und die letzten sind vielleicht hier auf der anderen Seite. Gucken wir mal. Oh, das ist eine Stufe aufgestiegen und Elea ist nun 8 Jahre alt, braucht unseren Rat. Hat nun ein Alter erreicht, in dem ein Kind aus gutem Hause für gewöhnlich einen Tutor zugewiesen bekommt. Als ihren Lehrer wählt ihr einen Vogt, einen Baden, Gelehrten, Handwerker. Ja, einen Vogt würde ich sagen. Und Reitkunst lassen wir steigern. Nee, Handel. Handel auf jeden Fall. So, da sind die letzten Bergbanditen. Dann müsste gleich der Verschwörungstrupp wiederkommen. Ach, guck mal, die schließen sich direkt an. Wollte ich gar nicht gedrückt haben, war ich ein bisschen zu schnell. Tja, die bieten null Taler an, dann machen wir das natürlich auch nicht. Kriegserklärung an die Vlandianer, oh Gott. Da warten wir mal lieber noch mit. So, wo ist der Verschwörungstrupp? Soll hier irgendwo unterwegs sein. Da ist er. Dann mal los. 2 Tote auf unserer Seite, ist zu verkraften. Das war's. Ja, mal gucken. Wie wir da weitermachen, sind denn unsere Armeen? Okay, wir müssen uns entscheiden, die meisten sind dafür. Boah, aber uns dagegen entscheiden, 730, okay, dann machen wir mit. Es wollen alle Krieg führen, dann machen wir das. Und guckt euch mal das Kräfteverhältnis an. Das ist in etwa gleich. Bin echt gespannt, wie das ausgeht. Ich halte das für keine so gute Idee. Aber dann kämpfen wir jetzt erstmal nur gegen die Vlandianer. Das südliche Imperium haben wir ja quasi abgeschlossen. Guck mal, haben die nochmal was erobert? Nö. Okay, das wird schwierig hier. Also die haben noch ein paar mehr Burgen als wir. Und vor allen Dingen hier die Gesamtstärke macht mir ein bisschen Sorgen. Und deren ganzen Trupps, wirklich viele Trupps, da haben wir ein bisschen weniger. Ja, ich hoffe, dass dann hier alles ruhig bleibt. Nochmal unsere Gefangenen verkaufen und unser Inventar ein bisschen erleichtern.
Bin gespannt, wo sie als erstes hinwollen. Wir speichern mal. Ach, guck mal, die haben auch mit den Aserei gerade Krieg. Oder auch nicht. Wird hier zumindest nicht angezeigt. Sieht es denn bei den Aserei aus? Okay, die haben mit dem südlichen Imperium Krieg. Ah, guck mal, die sind auch gar nicht schlecht aufgestellt. Haben zumindest viele Leute hier oben. Ah, der ist zu schnell für uns. If you please. Wir kriegen ihn trotzdem. Wir lassen ihn aber frei. Alle unsere Trupps sind unterwegs und Teil einer Armee. Alle unsere Karawanen sind unterwegs. Können hier vielleicht nochmal einfach mal auf unbegrenzt stellen. Ich würde eigentlich ganz gerne hier oben bleiben, um zu schauen, wo sie kommen. Ich hoffe auch, dass Dunglanis nicht fällt. Dort haben wir nämlich schon alles gebaut. So, Wohlstand, wir können einfach mal nochmal 10.000 reinsetzen, würde ich sagen. Jo, das sieht eigentlich recht gut aus hier. Steigerung der Siedlungsmiliz. Machen wir das mal. Ja, unsere Armeen brauchen leider erstmal ein bisschen, bis sie hier sind. Bisher ist es noch ruhig. Wir laufen hier die Grenze so ein bisschen ab, um zu gucken, ob wir die erste Armee irgendwo erspähen. Okay, Orlek ist schon mal hier, das ist gut. Dann schließen wir uns vielleicht Orleks Armee erstmal an. Ach, guck mal, da kommt schon eine richtig große Armee. Und Orlek geht weiter Richtung Süden. Haben die das auf uns abgesehen? Nee, schade. Vielleicht können wir was ausrichten, ich weiß es nicht. Wir bleiben mal in Dunglanis und gespeichert haben wir auf jeden Fall. Können auch nur noch mal Truppen aufwerten. Truppen rekrutieren. 29. Und die der Festung vielleicht spenden. Wir schließen uns der Verteidigung an. Ist ein Kräfteverhältnis, das könnten wir sogar gewinnen. Es kommt halt ganz drauf an. Oleks Armee kommt. Wow, schaut euch das mal an. Und hier kommen auch noch kleinere Trupps. Wenn die gemeinsam angreifen, dann hätten wir eine Chance. Oh, da kommt in Galdas Armee. Puh.
ausbrechen. Wir entsenden Truppen. Und wir siegen. Wow, das war, glaube ich, wichtig. Ihr habt gut gekämpft und seid frei. Gefangene haben wir eine ganze Menge. Und viele, viele Leute wieder aufzuleveln. Gefangenenmaximum erreicht. Ja, das ist klar jetzt. Kehrt nach Dunglanis zurück. Werden wir direkt mal die ganzen Gefangenen hier verkaufen. 20.000, wow. Und Handel treiben. Guck mal, was wir hier so geplündert haben. Okay, ja. Den könnten wir uns vielleicht auch nochmal aufbewahren. Ich denke, dass der Rest auf jeden Fall weg kann. Eine ausgewogene Ritterlanze. Die bewahren wir uns auf. Gezahntes Ritterschwert, ja. Warum nicht? Okay. Mal gucken, ob wir das alles loswerden. Jo. Das geht. Ja, Änderung übernehmen natürlich. Bogan der Rote ist aufgestiegen in Führung. Truppengrößenlimit. Definitiv. Und er hat hier zwei Sachen, wo er nicht mal aufsteigen kann. Deswegen würde ich da die Fokuspunkte einmal investieren. Alles klar. So, Frage ist, was machen wir? Wir speichern einmal. Und schließen uns vielleicht der Armee hier an. Dann ziehen die nämlich schon wieder ab. Und verfolgen hier Wildurs Armee, glaube ich. Oha. Das wird spannend, Leute. Das wird spannend. Ungefähr gleiches Kräfteverhältnis. Wir schließen uns da mal an. Follow me! Das wird, glaube ich, eine sehr spannende Schlacht hier. Oha, guckt euch das mal an da hinten. Oh, die schießen schon auf uns. Schade, dass wir immer nur in die eine Richtung so ziehen können. Oh, sagen wir Angriff. Versuchen die ein bisschen abzulenken. Und nicht allzu oft getroffen zu werden. Bisher haben wir noch keinen getroffen. Naja, immerhin. Ah, komm mal her, Kollege. Schade.
Ja, sieht aber von dem Kräfteverhältnis ganz gut aus. Weg ist er. Oh, der hat gesessen. Den haben wir auch weggehauen. Okay, jetzt sieht das Kräftefeld nicht mehr ganz so gut aus. Au, das tat weh. Da wurden wir doch getroffen. Okay, schauen wir uns das Ganze mal im Schnelldurchlauf an. Das sieht nicht gut aus für uns. Also momentan sterben mehr Sturgianer als Vlandianer. Das könnte eine sehr knappe Geschichte werden. Jetzt sieht es für uns ganz gut aus gerade. Aber hier oben, die haben sich gut verschanzt, muss man sagen. Haben sie richtig gut gemacht. Ich glaube, das verlieren wir, Leute. Sind wir ehrlich. Die Vlandianer sind hier besser aufgestellt als wir. Und haben scheinbar auch bessere Truppen. Schade. Hätte auch anders ausgehen können. Aber ich denke, das ist eindeutig. Jetzt gerade hält sich das so ein bisschen die Waage. Und trotzdem, dass die Vlandianer die besseren Truppen haben. Kommt immer mal wieder kleine Verstärkungstruppen rein. Oh. Das ist sehr, sehr, sehr knapp, Leute. Sehr knapp. Jetzt zählt nur die Moral und wir haben gewonnen. Wir haben wirklich gewonnen. Schaut euch das aber mal an. Also die Toten sind auf unserer Seite wesentlich höher als auf den landianischen Seiten. Dass wir das hier noch gewonnen haben, hätte ich jetzt nicht erwartet. Schaut euch mal das an hier. 24 gegen 6 jetzt noch. Wir entsenden die restlichen Truppen und gewinnen das halt auch nochmal. Und wir lassen aber auch die Leute direkt wieder frei. Boah, Wahnsinn. Das war heftig, Leute. Das war wirklich heftig. Okay, wir nehmen alle Truppen mit. Können wir gebrauchen. Und die ganzen Gefangenen nehmen wir natürlich auch mit. Dann werden wir hier ein bisschen aufstufen. Und wir müssen aber zurück nach Dunglanis. Die haben hier einmal verlassen. Puh, also Vlandias zwei größten Armeen haben wir jetzt ausgeschaltet. Dafür haben wir selber natürlich auch einiges einstecken müssen. Wir verkaufen die ganzen Gefangenen, steigen auf in Gaunerei auf Rang 95 und wir müssen ein bisschen Handel treiben. Ja, wir gehen vielleicht erstmal unser Inventar durch, gucken, was wir vielleicht behalten wollen, was alles weg kann. Herrschaftliche Kettenfäustlinge. Herrschaftliche ist immer gut. Die Sachen bewahren wir uns mal auf. Das kann weg. Der Eisenhelm lose kann eigentlich auch weg, genauso wie der Nomaden-Schweifhelm. Das brauchen wir alles nicht mehr. Okay. So, Maultiere wollte ich nochmal nachgucken. Können wir nochmal auf 100 wieder aufstufen.
Trojanischer Verfolger, Sattelpferde. So, wir verkaufen und da kommen wir sogar mit hin. Gut, Leute, wir sind aber auch am Ende der Folge angelangt. Schade. Wir machen weiter in der nächsten Folge, gucken, wie das hier mit Vlandia weitergeht. Momentan sieht es, glaube ich, gar nicht so schlecht für uns aus. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.